Halte ihn auf! Kommt mir ja vor wie bei Kronos. Bitte! Es gab schon genug Leid! Sei still, Mutter! Verdammt! Da, jetzt komm mal weg! Schieß! Jawohl! Los, jetzt bring ich dich um! Jetzt erfährst du wirkliche Schmerzen! Scheiße! Scheiße! Schieß! 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 Gut! Gleich nochmal! Sehr gut gemacht! Und jetzt gib ihm den Gnadenstoß, Junge! Jawohl! Noch einen! Und noch einen! Da! Da! Scheiße! Geh runter von mir! Lass! Geh los! Komm schon! Komm! Möchte ich euch danken. Euch beiden. Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte. Ich war nie so lebendig. Ironisch, oder? Nichts gibt's! Lass ihn los! Ast? Ja? Jetzt lass du mich kennen! Warum? Weil deine Zeit gekommen ist, nordischer Bastard! Komm her! Wo bist du? Da! Oh oh! Komm schon! Es gibt es nicht! Na los! Er wechselt immer. Ah, das macht ihm nichts aus. Jetzt habe ich dich! Ja, gefällt dir das? Das gefällt dir auch, hä? Und werde ich auch! Drecksack! Oh oh! Okay, mit Eis kann ich auch nicht! Oh, jetzt hat er wieder geweckt unter Feuer! Kannst du dich mal entscheiden? Ich für euch bei! Heilung schreit für dich! Danke! Wir haben ihn gleich. Komm, Atreo. Gib ihm. Fahr zur Hölle, du verdammter Gott. Sadomaso-Gott. Ihr alle, ihr müsst aufhören. Nein, wir hören nicht auf, bis er am Boden liegt. In seiner eigenen Blutlache. Jetzt reicht's. Und zack. Schick den Schatz mit dir, leg dich hin. Beruhig dich. Fahr endlich zur Hölle. Bleib endlich tot. Was? Oh nein. Nein. Oh fuck. Da! Ich hab eine Idee. Was? Junge? Was hat er gemacht? Gut gemacht, Junge! Oh! Oh! Jetzt ist Schluss! Es ist Schluss! Es ist vorbei!
Komm schon! Tu es! Tu es! Halt! Bitte! Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Dich doch nur beschützen. Ich war... Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch, mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Das. Ich hab dich gewarnt. Warum kümmert dich das? Du hättest gehen können. Der Kreis endet hier. Wir müssen besser sein als das. Und diesmal bleibst du tot. Süßer Sohn! Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre, hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hehls Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet. Er hat mir alles genommen. Alles. Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge. Hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele.
Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Was war dein Vater, Neil? Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter? Nein. Wir entscheiden selbst, welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Tja, dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Ich verstehe nicht. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Ende richtig böse. Nicht böse? Du hast ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja. Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gib ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. Dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja. Jotunheim wartet. So, ein letztes Mal. Dann lass uns mal noch ganz kurz gucken, ob wir hier noch irgendwelche Quests haben. So Nebenquests. Ich will noch kurz alles natürlich holen, was es noch zu holen gibt, aber beweisen Sie Ihren Mut. Alle Valkyrie töten, okay. Die Welt des Nebels, die Welt Niflheim freigeschaltet und Muspelheim. Da waren wir ja überall schon. Also, was haben wir Baldir denn gekostet? Jetzt nichts mehr zu tun. Ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jotunheim folgt. Sicher nur Lügen. Warum hat die Mistel den Bann gebrochen? Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine Hexe kann damit bestimmt umgehen. Oh, das ist alles so knapp tragisch. Baldir war das größte Geschenk, das Odin Freya gab. Das einzig Gute aus ihrer Ehe. Sie wollte ihm nur Schmerz ersparen und sich selbst ihn zu verlieren. Doch solche Regungen lassen gute Eltern doch schrecklich dumme Entscheidungen treffen. So. Dann haben wir jetzt das Auge. Mimir, was ist aus dem Sohn des Steinmetzes geworden? Baldir ist auch tot. Tamusur. Als er das Meisterwerk seines Vaters vollendet hatte, die große Mauer von Jotunheim, dachte er nur noch daran, die Asen für ihre Verbrechen gegen die Riesen büßen zu lassen. Einst hatte er Thor bekämpfen wollen, doch die tragischen Geschehnisse hatten den Thor weise und schlau gemacht. Er bemerkte, dass die Mauern Asgards nur halb fertig und marode waren, denn mit solch leidiger Arbeit gab sich kein Asengott ab. Also verkleidete sich Rimfur als gewöhnlicher Mann und machte den Asen ein Angebot. Er würde ihnen majestätische Mauern errichten, und zwar innerhalb von 2 Jahreszeiten, sonst müssten sie ihm nichts zahlen. Wenn ihm dies doch gelänge, bat er lediglich um eine Audienz bei der Göttin Freya. Odin willigte ein, denn er wusste, dass die Aufgabe unmöglich war, doch der Fremde faszinierte ihn. Rimfur erledigte die Arbeit natürlich im Nu. Er hatte von seinem Vater gelernt und besaß einen magischen Hengst, der ihm stand. Odin war nicht gerade erfreut darüber, dass er die Wette verlor. Doch er schien sein Versprechen zu halten. Freya wurde zum Steinmetz geschickt und zu ihrer Überraschung wollte er ihr nur etwas ins Ohr flüstern.
Als er das getan hatte, verließ er Asgard. Und als er Thor an den Toren Midgards auf ihn warten sah, wusste er, dass er hereingelegt worden war. Doch es war ihm egal, weil er seinen Plan vollendet hatte. Ach ja? Was hatte er Freya gesagt? Nur sie kennt die wahre Antwort, aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Wir machen später weiter. Wenn es noch ein später gibt. So. Dann gehen wir mal zu den Zwergen. Und dann geht's nach Niflheim. Heim. Niflheim. Na Leute, alles klar? Was gibt's Neues? Was darf denn sein? Alles.